So, da sind wir wieder. Wo sollen wir jetzt hin? Aber mir ist mal so aufgefallen, diese ganzen roten Pakete, ich kann euch das nochmal gerade zeigen. Wir haben 6 von 20 rote Pakete. Also die, denke ich mal, die sind bestimmt alle in Hogwarts. Oder sehe ich das falsch? Also würde ich mal stark von ausgehen. Hä? Warum schickt ihr mich jetzt wieder dahin? Ich will da jetzt nicht hin. Nö. Jetzt bin ich mal bockig. Ich will da nicht hin. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man aus dem Schloss wieder rauskommt, dann wäre alles gut, weil ich möchte noch einmal gerade raus. Geht's da raus? Nee, wahrscheinlich nicht, aber hier gibt's auch nichts mehr. Gut. In die Klassenräume wollte ich nicht. Tja, dann gucken wir mal, wo wir noch hingehen können. Jetzt schickt ihr mich dahin? Ja, da bin ich auch hergekommen. Ja, Nick, ich will aber nicht mit. Nö, nö. Ich will ja eigentlich nur mal wieder raus. Aber da geht's... Geht's da raus? Nein, wohl eher nicht. Naja, aber in die richtige Richtung. Steht hier noch eine Eule oder so? Ach ja, hier waren ja auch noch Besen. Ist hier oben noch irgendwas? Ich fliege mal freiwillig. Ist es denn zu glauben? Nee, ich glaube, hier ist aber nichts mehr. Geh mal runter. Aber da waren wir noch nicht drin. Da waren wir noch nicht drin. Oh ja, danke, danke. Nur zielen müsst ihr nochmal lernen. Weil das Spiel ist ja fast zu Ende. Deswegen versuche ich hier in Hogwarts schon mal so einiges mitzunehmen. Da kommen wir nicht mehr rein. Damit passiert auch nichts. Also gut, hier ist auch nichts mehr. Ja, schade. Doch, da geht's noch rein. Aber ich glaube, da will ich nicht rein. Doch, hier wollte ich sogar sehr gerne hin. Finde ich nett. So, jetzt würde ich gerne nochmal da rein. Dann befreien wir nämlich noch den Schüler in Gefahr. Ich weiß ja jetzt wie. Denn wir müssen das Spinnennetz treffen und nicht den Schüler. Der müsste hier ja immer noch rumgammeln. So, triffst du jetzt das Spinnennetz? Danke. So, hat sich doch gelohnt, hier nochmal reinzugehen. So, ich glaube, sonst will ich hier nichts. Münzen, die hätte ich ganz gerne noch. Das Paket hier haben wir gemacht. Jo, Eule ist weg. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir noch ein paar Eulen finden oder so. So, hier die Eule hatten wir ja auch befreit. Ich weiß nicht, ob bei Hagrid noch irgendwas war an Eulen auf dem Schulgelände. Ich glaube aber eher nicht. Vielleicht beim Quidditch-Feld. Ach ja, hier waren wir auch nicht. Ich will nicht fliegen. Nein, danke. Ich will nur wissen, ob hier eine Eule ist. Das Ding kriegen wir nämlich nur auf. Ah, danke für die Ringe. Soll ich doch? Nö. Will ich das? Will ich das wirklich? Puh, ich weiß nicht, ob ich das will. Egal, ich hätte jetzt erstmal gerne Krummbein. Das wäre, glaube ich, besser. So, lass die Katze mal raus. Und dann können wir hier noch ein bisschen buddeln. Eigentlich wollte ich das Spiel heute fertig spielen. Aber wenn wir hier noch Sachen für kriegen, warum soll ich das nicht machen? 2 von 5. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Dann fliegen wir noch durch die Ringe, gehen noch zu Madame Sprout, weil dann muss ich das alles später nicht machen, weil ich möchte euch auch noch was zu den Extras zeigen und so. Und wenn wir das hier schon machen können, hier fehlt ein Buddelteil. Ach, da können wir noch buddeln, gut. Sehr schön. Krummbein, bist du besoffen oder warum läufst du so komisch? Harry, Quidditch freigeschaltet. Juhu, will ich das? Ich glaube, ich will das nicht, nein. Nein, ich wollte eigentlich zu Harry, danke. Und jetzt möchte ich fliegen. Naja, möchte. Egal, wir tun es einfach. So, dann versuchen wir mal durch die Ringe zu schweben. Ich hoffe, dass wir dafür nicht nur Münzen kriegen, weil das wäre jetzt echt fies. Das wäre richtig fies. Sinke, Harry, sinke. Und dann fliegt er durch. Gott sei Dank ist die Richtung scheißegal. Das finde ich immer wieder schön. So. Da ist noch ein Ring. Da durch mit dir. Sinke, Harry, sinke. Und jetzt fliegt er durch. Da auch bitte. Was haben wir jetzt davon? Oh, wir haben was freigeschaltet. Lohnt sich doch. Im Moment mache ich immer irgendwie so Suchparts bzw. Erkundungsparts und dann mal wieder ein bisschen Geschichte. Aber gut, warum nicht? Dankeschön. Victor, Drachenaufgabe freigeschaltet. Juhu. So, hier steht zufällig keine Eule, aber hier würde ich gerne nochmal... Darf ich nicht mehr zu Madame Sprout?
Ach so, ich muss bestimmt durch die normale Tür wieder raus, wa? Damit ihr mich lasst. Mit Sicherheit muss ich das. Ich kenne doch das Spiel. So, jetzt verändert sich nämlich wieder alles und dann können wir nämlich nochmal da hinten rein. Das hier haben wir auch noch nicht benutzt. Aha. Ja, wir haben noch ein paar Blumen gepflanzt. Jo. Hermine, macht dir das Spaß? Du hängst fest? Könnte auch ein Schüler in Gefahr sein, ist aber keiner. Hast du hier noch irgendwie... Da oben ist auch noch so ein Teil, das hätte ich ja auch noch ganz gerne. Ja. Den goldenen Stein hätte ich auch noch ganz gerne. Wenn wir ihn schon holen können, warum sollen wir ihn dann auch nicht holen, nicht? So, komm mal her, Süße. Komm mal her, weil das da können wir noch kaputt machen. Das nicht, aber das können wir auch noch aufzaubern. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt, aber wir laufen. Nein, ich möchte sie noch nicht eintopfen. Möchte die erst kaputt machen. Gott, wo kommen die ganzen Alraunen schon wieder her? Ja, Ron, steh mir nicht im Weg rum, aber ich glaube, hier ist nichts. Doch, da ist noch was aus Glas. Dankeschön. Topfen wir euch alle nochmal ein. Vielleicht kriegen wir dafür auch noch Punkte. Komm her, Süße. Immer schön rein mit dir. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr aus Glas. Jedenfalls sehe ich jetzt nichts aus Glas. Deswegen dürfte das so wohl reichen. Punkte? Vielleicht? Irgendwas? Nö. Och, ihr seid gemein. Ihr seid doch gemein. Na gut, das haben wir ja schon gemacht, aber da waren wir noch nicht drin. Wenn wir da rein dürfen. Ja, dürfen wir. Ja, danke. Gott, wo sind wir hier schon wieder? Ist ja wieder das reinste Wunderland hier. Wir können wieder alles anzaubern. Aber egal, wenn wir das schon machen können, dann tun wir das auch. Weil wie gesagt, ich glaube, man kann für die ganzen Münzen nachher was kaufen. Wäre auf jeden Fall praktisch, wenn man das nachher kann. Ja, mach alles kaputt, Harry, wenn du da schon stehst. So, vergessen wir die Seite nicht. Zum Glück hast du Hermine nicht getroffen. Ich glaube, sie hätte dich böse angemacht, wenn du sie getroffen hättest. Weil sie findet das bestimmt nicht so toll, wenn du sie ewig anzauberst. Auch wenn sie auf dich steht. Aber ich glaube nicht, dass sie das mag. Aber ich würde mich interessieren, was das hier noch so bringt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil hier waren wir noch nicht. Und ja, ich versuche euch ja so möglichst alles vom Spiel zu zeigen. Auch wenn es nicht in der Geschichte weitergeht. Aber ich meine, die Geschichte kennt ja im Prinzip sowieso jeder. Und dann ist man ja eigentlich schon dran interessiert, was die Leute hier so draus gemacht haben aus der Geschichte und so. Also ich bin da zumindest interessiert, weil so an sich... Nein! Oh Gott, da unten kann man einen Trank brauen. Will ich hier rein? Ich hätte ja gerne mal wieder ein Paket... Aua! Warum frisst du mich denn? Lass das. Du bist irgendwie aggro, ne? Komische Viecher hier. Sehr merkwürdige Viecher. Können wir dir irgendwie helfen, dass du was zu futtern kriegst? Jetzt vielleicht? Danke, was auch immer wir jetzt kaputt gemacht haben. Ach, wir haben eine Zutat. Ja, danke. Ich weiß noch nicht, wozu ich den Trank brauche, aber... ja. Aber naja. Eigentlich wollte ich draußen noch weiter zaubern, aber wenn wir hier schon rein können, warum nicht? Ah, hier muss auch wieder irgendwo eine Alraune. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eine Leiter. Hier wäre mal ganz nett... Da ist noch eine Eule. Das heißt, wir können noch ein Paket verschicken. Finde ich gut. Ah, wir lassen Blumen wachsen. Ja, schön. Noch eine Leiter. Ja, danke, das finde ich gut. Und da ist noch ein Schüler in Gefahr. Gibt es hier irgendwo einen Schrank? Ich habe mal wieder nicht aufgepasst, ob es hier irgendwo einen Schrank gibt. Aber bestimmt. Muss ja. Sonst wäre es ja albern. Lass das. Ganz böse Alraune. Was habe ich dir getan? Ich habe dir doch nichts getan. Absolut gar nichts. Ich dachte, wir wären beste Freunde. So. Ach, da ist der Schrank. Das ist schon mal schön. Versteckt habt ihr hier nichts? Nein. Ja, dann kreischen wir jetzt hier alles kaputt, was geht. Und dann können wir noch ein Paket verschicken. Oh, da ist wieder einen schönen Ohrenschützer auf, wollte ich sagen. Das wollte ich eigentlich nicht haben, aber egal. Tun wir den da rein. Warum denn nicht?
Eigentlich wollte ich dich mitnehmen. Anstatt dass Ron und Hermine mir mal helfen, ehrlich. Ich könnte kotzen. Geh nochmal da lang. Ich weiß nämlich nicht, ob hier auch noch was war aus Glas. Anscheinend nicht, aber nein. Gut. Aber sicher ist sicher. Hier noch was aus Glas, ja. Sehr wohl. So. Eule, flieg doch einfach weg. Komme ich mit dir nicht hoch? Ne, da oben kreischt auch noch eine vor sich hin. Gott, jetzt haben wir direkt beide. Wo können wir die denn eintopfen? Können wir die hier irgendwo eintopfen? Ja, oben. Aber ich komme mit euch doch niemals die Leitern hoch, als ob. Ich komme da mit euch nicht hoch. Mm-mm. Nee. Das geht schon mal gar nicht. Aber warum geht das nicht? Weil hier oben ist ja keine Alraune, soweit ich weiß. Also ich sehe hier keine. Das heißt, man muss sie ja irgendwie hochkriegen. Aber wie, weiß ich noch nicht. Das hatten wir wahrscheinlich schon angezaubert. Naja, gehen wir den Schüler... Hermine! Mama mia! Rein damit. So. Ja. Wir sollten mit Harry spielen, weil er hat noch dieses tolle Gerät auf dem Kopf. Müsst ihr mir überall hin hinterherkommen? Ihr nervt. Was ist das? Was zum... Naja. Ich sag da jetzt nichts zu. Danke, Hermine, dass du uns wenigstens Platz machst. Ich hatte mich gerade bei dir bedankt und schon machst du es wieder kaputt. Nein, mit Harry war schon richtig. Weil dann können wir uns hier ein bisschen freier bewegen. Dann werden wir nicht immer aufgehalten. Kannst du mal... Er springt nicht. Ich will nicht festhängen. Das muss nicht sein. So. Hör auf zu schreien. Damit machst du es auch nicht besser. Damit machst du es nur noch schlimmer. Ah gut, das dürfte dann unsere letzte Zutat sein. Ja, vielen Dank. Dann können wir auch den armen Schüler in Gefahr befreien, weil der ist wirklich mal in Gefahr. Der tut mir leid. Der ist bestimmt taub, wenn der hier rauskommt. Der kann nicht mehr in Hogwarts bleiben, der muss weg. Oh, Harry. Muss die Verwandlung immer so lange dauern? So, befreien ihn einfach. Er wird sich freuen. Danke. Lohnt sich doch, hier überall lang zu laufen. Oh, muss natürlich erst der Schüler in Gefahr noch angezeigt werden, als ob ich das nicht an der Musik schon gemerkt hätte. Was basteln wir nur schon wieder? Ach, eine Treppe. Oh, ist es nicht schön. Gib mir mal die Münzen, danke. Meine Güte. Ach, halt die Klappe. Dich braucht doch keiner. Aber wo soll ich euch eintopfen? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ja, das haben wir ja schon gemacht, aber wir machen es trotzdem nochmal. Dafür gibt es nämlich noch Münzen. Ich möchte das Paket aber auch verschicken, wenn ich hier schon mal stehe. Aber wie kriege ich die Alraunen hoch? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Also ich denke nicht, dass ich die hochkriege. Ich wüsste nicht wie. Wüsste ich jetzt wirklich nicht. Frisst du mich? Nö. Ich krieg die nie im Leben hoch. Komm mal mit. Mm-mm. Ach klar, jetzt können wir... Na, ich Idiot. Wir können doch jetzt hier rüberlaufen. Meine Güte. Na gut, dann müssen wir die wohl auch alle eintopfen. Machen wir einen schönen Alraunen-Eintopf. Hau nicht wieder nach mir. Ich hab dir nichts getan. So. Ah nein, einpflanzen möchte ich dich noch nicht. Wir machen erst die Glasgefäße kaputt, wenn wir schon mal hier sind. Haben habe ich davon jetzt aber nicht viel. Geht mir aus dem Weg, meine Güte. Rein mit dir. Ob wir dafür wohl das Paket kriegen, wäre auf jeden Fall nützlich. Das wäre schön, wenn das ginge. Weg, weg, weg. Freunde, weg. Ah, aus Glas ist hier jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Ich sehe jedenfalls nichts mehr.
Naja, lassen wir uns mal überraschen. Aber Harry, kannst du mit den Viechern nicht mal ein bisschen schneller gehen? Oh Mann.